Ich erkenne da definitiv einen Trend in den Top 3 Tabaksorten, Freunde. Die liebe Tanja, aka Shisha-Mutti, hat ein neues Video hochgeladen von ihren drei Lieblingssorten. Da wollen wir natürlich wissen, was sind denn die drei Lieblingssorten von der Mutti? Deswegen gucken wir es uns an. Okay, let's go! Shisha Lavisha! Hallo und Shisha Lavisha. Danke fürs Einschalten und danke fürs Zuschauen. Heute möchte ich mich mal wieder in einem Tabak-Review probieren. Die meisten wissen es, ich mag das eigentlich nicht so, weil ich das nie so ganz rüberbringen kann, wie es dann wirklich schmeckt oder riecht. Übung macht den Meister, Tanja. Let's go. Deswegen halte ich mich ja da immer ein bisschen bedeckt und lasse die anderen Tabak-Reviews machen. Aber ich habe gedacht, ich mache heute mal wieder eins und zeige euch meine drei Favoriten im Jahr 2022. Und wir sind jetzt im April, wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich schon Mai. Aber ich möchte euch meine drei Sorten vorstellen. Ich bin immer auf der Suche nach süßen, fruchtigen Tabaksorten. Am liebsten ja mit Wassermelone und Honigmelone. Ich habe für mich drei dieses Jahr rausgefunden. Der eine ist schon ein bisschen älter, den habe ich schon öfters geraucht, aber die anderen zwei haben mich voll abgeholt und war überrascht, dass es doch noch wirklich für mich gute Wassermelonen-Tabaksorten gibt. Ich mag es halt einfach. Warte, war das jetzt nur Wasser? Nee, war generell. Im Einzelnen möchte ich sie euch jetzt vorstellen. Die erste. Oh, was süß, wie so ein Vortrag, ey. Geil. Sorte, wo mich wirklich abgeholt hat, ist dieses Jahr der Hip Island Beach of Love. Oh, ist das kalt. Der hat drinne Wassermelone und Honigmelone und eine Spur Eis. Also am Anfang ist der richtig schön. Einen habe ich bei Schmoni probiert, aber ich weiß nicht mehr welcher. Aber der war auch nicht übel. Übel war der nicht. Kann man nur gut rauchen. Erinnert mich so ein bisschen an den Watermill Punch von früher. Wer ihn kennt, weiß, was dann da drin steckt. Zu der Tabak selber. Ihr seht's, goldgelb. Naja, die Dose ist schon wieder fast leer. Ich habe auch schon, glaube ich, die vierte oder fünfte Dose weggeraucht. Oh krass, okay. Ich habe sie noch bekommen zum alten Preis für 17,90. Der Schnitt ganz normal, krümelig, also nicht zu groß, fein. Ästchen kann ich auch keine finden, habe ich auch noch keine gefunden, auch in den anderen Dosen nicht. Also ein sehr, sehr angenehmer Tabak. Molasse für mich ein bisschen. Ich muss wieder Pause machen, ich brauche mehr Hitze. Sorry. So, weiter geht's. Also er ist gut feucht, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ich mag die Tabaksorten nicht so, die so trocken sind. Also für mich passt es perfekt. Eine gute Molasse auf jeden Fall drin. Ja, sieht wunderbar aus, würde ich sagen. Vom Geruch, muss ich sagen, ist gleich die Wassermelone drin. Dieses genüssliche Blick. Dieses Genüss. Ach komm, ich halt mein Maul. Nicht die Honigmelone, sondern so richtig süße Wassermelone. Ein richtig guter Tabak. Geht auf die Seite, so richtig schön aufgemacht. Die Verpackung vorne, also das Label vorne, gefällt mir sehr, sehr gut. Spricht mich sehr, sehr an. Es ist nichts. Ich finde auch, das ist geil. Ich finde, der Name passt perfekt zu dem Design. Und auch das Design erinnert mich eher an so einen geilen Eistee, den ich mir im Sommer am Strand reinballer. Das ist dann der passende Tabak jetzt dazu anscheinend. Steilisches, wildes, buntes, also für mich so edel, so, ja, so eine, also so eine Frauen, so ein Frauenleben. Ich fand es auch schön. Finde ich. Also mich holt es voll ab. Mir hat das richtig toll gefallen. Und den habe ich auf jeden Fall für mich entdeckt. Und ja, 4, 5 Dosen sind schon weg. Sehr, sehr lecker. Auch für den Sommer. Wer Wasser und Honigmelone mag, ist da wirklich sehr, sehr gut da drin beraten. Die zweite Sorte, die habe ich kennengelernt in Bietigheim beim Lello im Hokita Store. Da haben sie eine Tasting gemacht und da habe ich den probieren dürfen und er hat mich sofort gehabt. Ich habe gesagt, den rauche ich. Ich habe noch eine andere Dose, wo ich auch sehr, sehr gut fand. Aber diese Wassermelone und schwarze Johannisbeer hat mich sofort gecatcht. Ich tue jetzt wahrscheinlich mir die Zunge brechen bei diesem Wort Fruit Squad. War doch gut. War gut. Also ich sage es jetzt wahrscheinlich falsch, aber Fruit Squad, also ist ein bisschen Zungenbrecher. Und Fruit Squad? Da ist eben drin. Marv 1,90 groß, raucht gerne Frauen, aber Klappe Plexi. Wassermelone und Johannisbeere. Ein wirklich toller Wassermelonengeschmack. Wer Wassermelonen mag, ich stehe ja voll auf Wassermelonen und deswegen top Marke. Wer viel lesen will und sich interessiert für die Marke, geht auf die Seite, da könnt ihr Romane lesen. Zu jedem einzelnen Tabakgeschmack gibt es eine Geschichte. Echt? Ich habe sie mir noch nicht alle durchgelesen, ich habe es wirklich noch nicht geschafft, aber den habe ich mir durchgelesen und das ist so, ich lese und okay, den muss ich haben. Also das ist so, ja, mit viel Liebe und ins Detail beschrieben, ganz, ganz tolle Marke, also diesen Tabak, ja. Ein sehr, sehr feiner, ihr habt es gesehen, da fällt schon ein ganzer Brocken runter,
Also es ist ein sehr, sehr feiner Tabak. So mini kleine Ästchen sind drin, wollen wir uns aber nicht weiter dran aufhalten. Ich sag mal, so ein paar kleine Ästchen machen nicht. Solange das jetzt keine Überhand nimmt und beim Kopfbau nicht extrem abfuckt, ist das nicht so schlimm. Ein Tabakblatt wäre natürlich schöner als ein kleiner Ast, weil Tabak nimmt die Molasse besser auf und das ist, was wir wollen. Aber ein Beinbruch ist es jetzt auch nicht. Molasse auch gut getränkt. Also oder sagen wir mal so, ein guter Tabak, der ein paar Ästchen drin hätte, wäre mir immer noch lieber als ein schlechter Tabak, der keine Ästchen drin hat. Weißt du? Das Endprodukt muss am Ende stimmen. Auch nicht zu viel, nicht zu wenig, auf jeden Fall nicht zu wenig, weil die Molasse unten, man sieht schön, es quatscht so schön da drin, wenn ich es rumrühre. Also ganz, ganz toll. Sie geben sogar noch eine Beschreibung mit, wie man ihn am besten baut im Funnel. Ich baue diese drei Sorten, wo ich euch vorstelle, alle im Funnel mit wirklich ganz, ganz leichtem Noppenkontakt, nicht zu fest angedrückt und dann raucht es wie die Bolle. Wie die Bolle, Freunde. Welcher das ist? Verrate ich euch nachher. Noch ein bisschen die Leute am Ball halten. Ja, ja, die Viewer Retention muss bewahrt werden, Tanja. Das ist richtig. Ja, das war Aino Fruit Squad. Also wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, breche mir die Zunge dabei. Das ist absolut okay. Aber die zwei Sorten haben mich auf jeden Fall dieses Jahr überrascht und habe auch wirklich schon die ein oder andere Dose weggeraucht. Der dritte im Bunde, den kennt ihr alle. Und ja, das ist auch von vielen, wenn ich im Livestream frage. Ja, war halt für mich allein wegen der Wassermelone nichts, ne? Also kein Tabak für mich. Ist das wirklich die Liebe überhaupt? Der Sommer in Beirut, der hat auch eine frische, fruchtige Honigmelone, Wassermelone und eine Spur Zitrone. Also ich sage, ich finde, kommt so die Wassermelone, Himbeere durch und zum Schluss aber nur wirklich wenig, für mein Empfinden, wenig Zitrone. Also es ist jetzt nicht zu säuer, es ist wirklich ein richtig, richtig gut süßer Sommertabak. Wie gesagt, Tabak ist ja immer Geschmackssache, für mich war der nichts. Für mich ein wunderbar gelungener. Der Tabak selber, den kennt ihr alle, ist ein bisschen dunkler, aber auch ein Virginia-Tabak und so sieht der aus. Molasse, genauso wie die anderen, alle gut getränkt. Man hört es, schön mit Molasse getränkt. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ich mag eher sowieso, wenn in den Tabakdosen eine Spur mehr Molasse drin ist. Zu feucht ist mir auch lieber als zu trocken. Das sind jetzt im Moment meine drei im Jahr 2022, die ich am allerliebsten rauche. Wenn ich nicht weiß, nehme ich mir einen von diesen drei. Gemischt zusammen habe ich sie noch nicht, weil ich seit mehreren Wochen auf Mischen verzichte, weil ich von jedem einzelnen Dose doch auch den Geschmack gerne selber für mich mal finden will, weil jede Dose hat ja schon mehrere Früchte drin. Deswegen habe ich gesagt, verzichte ich im Moment einfach mal auf Mischen. Ist wahrscheinlich gar nicht so dumm, mal als gerade als YouTuber, Reviewer mal eine Zeit lang aufs Mischen zu verzichten. Ich kenne Kollegen, die dann auch neuen Tabak probieren, aber den Instant in Mischungen probieren. Das mache ich zum Beispiel nicht so gerne. Wenn ich einen Tabak zum ersten Mal rauche, rauche ich den gerne pur. Oder ich will den erstmal pur rauchen, um zu verstehen, was ist denn die Grundzusammensetzung von nur diesem Tabak, ne? Ohne dann noch Einflüsse von anderen Sachen zu haben. Weil die Summe ist ja immer mehr als die Teile ihres Ganzen. Nee, das Ganze ist immer mehr als die Summe seiner Teile. So rum. So rum nämlich. Ja, ja, Bildungsauftrag. Weil ich sie einfach, weil die Dosen alleine für sich schon einen wirklich sehr, sehr guten Geschmack haben. Ja, also das sind meine drei Sorten, die mich dieses Jahr abgeholt haben und bei denen ich auf jeden Fall noch eine ganze, ganze Weile bleiben werde. Diese drei Sorten. Im Köpfchen, ich habe sie gebaut im KS Player, also ein Funnel, habe ich mir den Tabak luftig, flockig reingebaut. Dann habe ich den Omno, ich bin jetzt auch beim Omno angekommen. Ich habe mir 2,5 Kohlen von Cocobrations reingemacht, 26er. Und das Rauchergebnis von diesem einen Sorte, das zeige ich euch jetzt. Boah, das Mic regelt ganz schön hoch. Und welcher sich befindet im Köpfchen, habe ich ja gesagt, verrate ich euch. Das ist gerade im Moment der Hip Island Beach of Love. Also Wassermelone, Honigmelone und eine Spur von Eis. Wunderbar. Tanja, sehr schönes Video. Interessante Top 3, aber definitiv nicht meine Top 3. Ihr wisst ja, ich und Wassermelone sind keine Freunde. So ist das leider.